Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich mir überlegt, zeigen wir euch mal meine persönlichen Top 10, vielleicht werden es auch ein paar mehr, Werkzeuge, die ich am Schrauben regelmäßig benutze. So, das heißt, es muss nicht immer teuer sein, sondern es gibt mittlerweile auch jede Menge günstige Sachen, die halt einfach von der Funktion her so krass praktisch sind, dass man es unbedingt braucht. Praktisch kann ich das ganz gut zeigen, weil ich schraube ja immer an verschiedenen Stellen. Das heißt, ich bin nicht nur in einer Werkstatt immer, sondern es ist bei mir alles ein bisschen aufgeteilt. Das heißt, einiges davon habe ich mittlerweile mehrfach gekauft und weiß somit, was praktisch ist und was nicht. Bei manchen Sachen ist es sogar so, wie zum Beispiel hier. Wir fangen an mit Top 1. Achtet bitte nicht immer auf die Marken, weil diese ganzen Tools gibt es auch von mehreren Marken. Das heißt, egal welche Marke hier immer draufsteht, heißt nicht, dass es das nur davon gibt. So, Punkt Nummer 1. Das ist tatsächlich ein Öleinfülltrichter. Ihr kennt es selber immer, ihr macht einen Ölwechsel und dann gibt es manche Motoren, wo sich das Öl so schwierig einfüllen lässt. Und da kommt dann das Ding zum Einsatz. Das Fachauge erkennt es schon. Dieser Bajonettverschluss ist tatsächlich der Verschluss, der sonst am Öldeckel zu finden ist. Habe ich sofort erkannt. So, das heißt, ihr nehmt, ist jetzt natürlich ein bisschen ölig, ihr nehmt euren Öldeckel ab, klatscht das Ding da drauf, drückt einfach nur diesen Trichter rein und schon könnt ihr ganz entspannt euer Öl reinkippen. Ah, okay. Ja. So, das heißt, du brauchst keinen Trichter, gar nichts. Später lässt du das Ganze einfach ausbluten, nimmst es wieder ab, Öldeckel drauf, fertig. Ja, jetzt bin ich auch absolut. So, bei mir ist es mittlerweile so schlimm, ich mache keinen Ölwechsel mehr ohne das Ding. Zumindest bei den Modellen, wo das vom Öldeckel ja drauf passt. Gibt natürlich manche Autos, wo der Öldeckel noch ein bisschen anders ist. Ultra, ultra praktisch. Kann ich nur empfehlen. Gibt es bei eBay, ist wirklich, wirklich Gold wert. Weil gerade der eine oder andere wird es kennen, frisch gemachter Motor, alles wie neu an dem Ding. Man setzt mit der Kanne an, es fängt an rauszulaufen und dann machen ganz viele Öldosen ja einmal so einen Blub. Und in dem Moment geht es am Ventildeckel vorbei, auf den Krümmer, alles dampft erstmal wieder ein bisschen und so weiter. Das ist Werkzeug Nummer 1. Werkzeug Nummer 2 sieht erstmal aus, als wenn wir jetzt gleich beim Arzt sind. Ist aber nicht so, sondern dies ist einfach nur eine Schale mit zwei krassen Magneten dran. So, und der Vorteil ist, die ist so stark, dass anschließend natürlich auch jegliche Schrauben dran halten. Das heißt, wenn ihr eine Hebebühne habt, kauft euch diese Magnetschalen. Eigentlich sind es Magnetschalen, so heißen sie, glaube ich. Könnt ihr da einfach ranklatschen. So. Und jetzt brauche ich natürlich was Magnetisches. Hält da alles dran. So, das heißt, wenn ihr an der Bühne am Schrauben seid, könnt ihr alle Schrauben da einfach immer draufschmeißen. Vorsicht, funktioniert nicht bei Titanschrauben. Und bei Edelstahlschrauben auch nicht. Ihr könnt aber so die typischen Radschrauben und so weiter, ihr kennt es. Auto auf der Bühne, Arm, alle fünf Schrauben schön fein säuberlich hingestellt, buff, kommt's gegen, fallen alle runter. Passiert ja hier nicht mehr, kannst alles reinschmeißen, ist einfach praktisch. So. Und ist, also ich war echt. Es ist eigentlich so gedacht, du kannst das sogar hochkant an die Hebebühne machen. Hm. Du kannst wirklich selbst hochkant Schrauben ranmachen und so weiter. Ne? Ja. Tool Nummer 2 war das. Tool Nummer 3 kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen. Eine sogenannte, die ganzen Fachbegriffe kenne ich jetzt natürlich immer nicht. Ich würde nennen, das ist eine Schlauchschellenzange. So, das Coole an dieser Zange ist, sie ist gedacht für diese typischen Federbandschellen, wie man viel bei VW Audio und anderen Herstellern findet, an Wasserschläuchen. Mit normalen Zangen, ihr werdet es kennen, wirkt man hier wie ein Bescheuerter dann rum, rutscht ab. Und zermackelt alles, kommt aber nicht zum Ergebnis, weil hier ist nämlich ganz gut Bums drauf. Weil diese Schelle hat nämlich die Funktion, den Wasserschlauch fest auf dem Rohr zu halten. Das heißt, die ist so stark vorgespannt, dass man dementsprechend natürlich auch Kraft braucht, um sie wieder aufzumachen. So, nun gibt es diese speziellen Zangen dafür. Die haben auf der einen Seite schon mal einen Teller, also eine Pfanne, mit der geht man hier rein, man kann nicht abrutschen. Auf der anderen Seite hat man dieses drehbare U. Und jetzt kann man die Schelle einfach zusammendrücken. Und zusätzlich rastet die Zange auch noch ein. So, das heißt, ihr könnt, okay, hier ist es jetzt von der Rasterung genau so, dass wir ein bisschen doller drücken müssen. So, auf jeden Fall, jetzt sind wir natürlich genau außerhalb des Maßes. Normalerweise ist es aber so, dass die Schelle einrastet und man kann sie ohne Probleme, das ist halt auch Gold wert, obwohl ihr die Feder hier drin gerade vorgespannt habt, könnt ihr es immer noch in alle Richtungen bewegen. Selbst wenn es mal ein bisschen enger wird, kann man einfach noch mal ein bisschen weiter aufmachen. Am Ende drückt man einfach nur drauf und zack, ist weg. Ja. Ich sag dir, machst du das mit einer normalen Zange, egal welche, ob Spitzzange oder normale Rohrzange, man rutscht ständig ab, es ist immer Ärger. So hat man wirklich immer einen sicheren Griff, geht kinderleicht,
Hier sieht man nochmal die Einrastfunktion. Die Schelle springt jetzt nicht raus. Und alleine diese Drehbewegung. Es gibt jetzt bestimmt einige, die das Video gucken und sagen, boah, geil. Und einige gibt es, Alter, was ist das für ein Spinner? Schrauben wir seit Jahren mit, ne? Und tut jetzt so hier, als wenn das die Weltneuheit wäre. Nein, ich will euch wirklich nicht die Weltneuheit zeigen. Einfach nur, es gibt wirklich praktische Sachen. So, 1, 2, 3. Wo geht's weiter? Kommen wir zu Nummer 4. Hat mir wirklich schon sehr oft den Po gerettet. Man sieht's auch. Ganz billigster Kasten von eBay. Ratschenschlüssel. Zusätzlich aber noch mit dem Gelenk dran. Mhm. So, das heißt, an Stellen, wo man bei mir gerade an der Limo, da ist alles immer verbaut, absolut 0,0 rankommen würde, hat man hiermit trotzdem die Möglichkeit ranzukommen. Ja, wenn ihr euch jetzt vorstellen würdet, hier wäre jetzt eine Mutter hinter, hier ist alles zugebaut und da muss ich dran, kann ich halt schön so dann passend den Schlüssel drehen, wie ich will und kann halt trotzdem noch hier mit fungieren. Gibt es in Star, ich feiere aber die Schlüssel nur, die gelenkig sind. Weil es ist so oft, dass man dahinter dann irgendwie oder beim Bewegen ein bisschen hoch geht und wieder runter. Also kann ich nur empfehlen. Ultra praktische Sache. Das war Nummer 4. So, das machen wir nachher. Nummer 5. Ihr werdet jetzt denken, was will der Spinner jetzt mit einer ganz normalen Kerzennuss? Normalerweise haben die Kerzennüsse da drin immer entweder ein Kunststoffring, also ein Gummiring oder einen kleinen Metallring, dass die Kerze da drin hält. Weil ganz oft ist die Kerze ganz tief im Zylinderkopf, das heißt, ihr müsst sie irgendwie rauskriegen. Jetzt ist aber das Problem bei den Nüssen mit dem Gummi, dass das alles, es ist immer friemlich, aber es gibt tatsächlich Zündkerzennüsse mit Magneten drin. Ach was. Ja, siehst du? Ups, warte. Okay, das ist jetzt gerade Vorführeffekt. So. Das heißt, ihr könnt wirklich die Kerze perfekt ansetzen, perfekt wieder rausholen, auch wenn das hier gerade ein bisschen friemlich ist, und könnt einfach nichts mehr falsch machen. Wirklich auch die Leute, die so viel Leistung fahren, nehmen die Kerzen regelmäßig raus, weil das ist immer so das erste Indiz, ob ein Motor schon wieder kaputt ist. Und wenn man da nicht dieses Werkzeug hat, und das ist ja auch genauso beim Reinsetzen, man will immer die Kerze nicht in den Schacht reinfallen lassen, weil man Angst hat, dass es ein bisschen kaputt geht. Mhm. Deswegen hier mit dem Magneten ist wirklich das Beste, was man machen kann. Alleine, wie sicher das schon drin ist. So, war das jetzt Nummer 4 oder Nummer 5? Weiter geht es mit Nummer 6. Sogar in dem Fall bei uns aus dem Sortiment. Ein sogenannter Kerzendrücker. Ich habe euch ja schon ein paar Mal erklärt, was wir bei den Motoren immer machen. Wenn die Ladedrücke in Richtung 2-3 Bar gehen, dann ist dieser Abstand hier zwischen bei den Kerzen serienmäßig meistens so 0,6, 0,7 mm und das ist zu viel. Das heißt, die Energie, die die Zündanlage liefert, reicht unter diesen hohen Drücken nicht, dass der Zündfunke hier überspringt und das Gemisch entflammt. Und dann muss man diesen Abstand verringern, weil logischerweise weniger Abstand, weniger Energie notwendig, damit der Funke das Potenzial überspringt. Früher hat man das mit dem Hammer gemacht. Hammer genommen, gedengelt, gedengelt, gedengelt. Klar. Wieder hier Fühlerleere genommen, 0,4 mm. Ah, ist immer noch zu viel, nochmal dengeln, irgendwann zu viel. So, irgendwann haben wir uns dann überlegt, ist ja viel zu kompliziert. Kann man ja auch einfach so ein kleines Aluteil nehmen. Da dreht man die Kerze rein. Anschließend können wir jetzt nämlich gucken, ob wir das eingefangen kriegen. Wenn ich jetzt weiter vordrehe, sieht man, wie ich das immer weiter vorquetsche. So, und jetzt so lange, bis das stramm geht, spannen wir jetzt diese Kerze vor. Naja, noch ein bisschen. Zack. Jetzt ist es natürlich immer ein Erfahrungswert. Natürlich kommt das Ganze wieder zurück. Das heißt, wenn wir jetzt bei 0,45 sein wollen am Ende, spanne ich immer auf 0,4 vor. Das heißt, jetzt beim Zurückdrehen geht das Ganze ein bisschen zurück und wir haben unsere 0,4. Perfekt für auf Events und so weiter. Mhm. Weil du brauchst keinen Schraubstock und nichts, ne? Ja. So. Jetzt werden einige schmunzeln, kommt etwas, was uns wirklich das Leben erleichtert hat. Unsere gute Parkside-Bandsäge für 99 Euro, weil ihr könnt euch nicht vorstellen, sie ist bei uns wirklich im Dauereinsatz. Weil für das Geld, egal was ihr schneidet, wir haben hier gerade in den neuen Büroräumlichkeiten einen Geländer gebaut. Egal ob es Edelstahl ist, egal ob es Alu ist, das Ding frisst sich da einfach durch. Also ist wirklich, wirklich für das Geld wirklich krass. So, einfach einspannen und ihr könnt ja wirklich, ihr müsst ja nicht tagtäglich Auspuffanlagen bauen, aber wenn es nur darum geht,
irgendwas zu kürzen, einen Winkel zu schneiden, wie auch immer. Das Ding geht einfach. So, geht da einfach durch. Und es ist auch wirklich egal, ob Alu oder relativ dickes Edelstahl schon, wo jetzt einige denken würden, boah, niemals. Selbst da geht die wirklich nichts durch. Jetzt merkt man schon, dass sie natürlich ein bisschen mehr zu kämpfen hat. Ich war früher immer einer, der gesagt hat, nimmst du eine Flex, machst hier schön einen Kabelbinder rum, mit Tape rum, wie auch immer. Man kriegt es aber definitiv per Hand nicht so gut wie mit einer Bandsäge hin. Deswegen, das Ding hat definitiv unser Leben erleichtert. Werde ich auch die nächsten 3 Jahre feiern, weil wir haben mittlerweile 3 Stück davon. An jeder Stelle natürlich ein, damit wir es nicht mehr hin und her räumen müssen. Geht wirklich einfach. So, bei welcher Nummer waren wir jetzt? Das müsste jetzt die 7 sogar gewesen sein. Also werden noch über mehr. Ja, ja. So, gehen wir über zu den Elektronikern unter uns. Wird auch ein Haufen von euch kennen. Ich kannte es eine Zeit lang nicht. Und zwar gibt es mittlerweile so ultra praktische Abisolierzangen. Dort kann man sogar einstellen, wie weit man. Kennst du das? Hast du schon mal gesehen? An sich so eine Standard-Abisolierzange, ja, aber in der Form jetzt nicht. Du würdest es wahrscheinlich auch, oder kennst du das mit ganz normalen... Ich kenne das sieht ähnlich aus wie... Ja, genau, also wo man noch so ein bisschen hebeln muss und drücken muss und genau, so weiter. Ja, und dann so ein bisschen prokeln. Ja, ja, genau. So. Geht aber mittlerweile viel einfacher. Sind einfach 2 scharfe Vs, die quasi die Ummantelung drücken. Hier ist allerdings eine kleine Vorspannung hinter. Ja. Und dann zieht er die auch noch weg. So, okay. Wir können einstellen, wie weit es abisoliert sein soll hier oben. Das heißt, das ist die kürzeste Stufe. Und jetzt... Aha. Zack ab. So, ich sag euch, jeder, der zu Hause da immer rumfriemelt, es wird wirklich... Man macht ja auch ganz oft das Kabel kaputt. Weil, weißt du, du gehst dann da so rein, machst so, reißt ein paar Litzen mit raus und hier ist es wirklich selbst auf der weitesten Stufe. Zack. Ist das Ding einfach nur abisoliert. Ja. Kann ich auch nur empfehlen. Schmales Geld. Funktioniert Bombe. So, was haben wir jetzt? Den muss ich euch unten zeigen. Das zeige ich euch auch unten. Das zeige ich euch auch unten. Eine letzte Sache, wenn wir jetzt nämlich schon mal bei Thema Elektro ist, was ganz Neues, bin ich auch nur drauf gekommen, weil wir, wie gesagt, Parkside diese Säge so gefeiert haben und sich auch so viele drüber witzig gemacht haben. Es gibt tatsächlich einen Akku-Lötkolben. So. Okay. Jeder, der von euch schon mal gelötet hat, weiß, wie nervig es ist. Du liegst im Fußraum. Hast 1 Million Kabel, natürlich ist das Kabel vom Lötkolben immer zu kurz. Das heißt, du musst bis ans Auto ran, eine Kabeltrommel ziehen, dann liegt es dir über die Hose und so weiter. Nee, heutzutage kann man sowas ohne Probleme einfach mit Akku lösen. Das heißt, wir nehmen jetzt hier einfach ein bisschen Lötzinn. Ist aktuell noch komplett kalt und ich bin selber mal gespannt, lässt sich ganz normal laden, wie schnell das Ganze jetzt heiß wird. Ja, das riecht schon ein bisschen. Fängt an zu qualmen. Zack. Siehe da. Wir könnten anfangen zu löten. Krass. Wird natürlich für den Profi ein bisschen zu lange dauern. Hm. Aber für uns, die, keine Ahnung, wenn mal wieder was kaputt gegangen ist, man irgendwie ein Kabel repariert, mal schnell im Motorraum. Es gibt ein Kabel, das wird jedem schon mal kaputt gegangen sein. Und zwar ist das das Kabel, was oben an den Wasserbehälter geht für den Wasserfüllstand. Das, also jeder, der viel schraubt und das ständig abzieht, VW Audi, Krankheit, brechen die Kabel, muss man mal schnell löten, ist das halt wirklich perfekt, weil ihr zieht das Ding aus der Tasche, geht am Motorraum, zack, schmales Geld, Akku-Lötkolben, fertig. Mit Docking Station. So sieht's aus. Mit Lampe dran. Jetzt gehen wir mal einmal runter in der Werkstatt und da zeige ich euch den Rest des Konzerts. Sind wir eigentlich schon bei 10 knapp, ne? Boah, das waren jetzt, glaube ich, das müsste jetzt 8 oder 9 gewesen sein. Also, du wirst es ja gleich im Video durchzählen. Ja, ja. So, weiter geht's. Habe ich irgendwann mal auf Instagram gezeigt. Und die Leute haben es gefeiert. Ist mittlerweile auch fast am Ende, das Ding. Das ist tatsächlich ein Radiergummi für Aufkleber. Hä?
So, oder Klebereste. Das heißt, am Auto nimmst du Zierleiste ab, wie auch immer. Hm. Du kannst mit, ich habe erst überlegt, ob ich gerade irgendein Auto habe, wo wir es machen können. Du kannst wirklich hiermit einfach auf den Lack gehen. Du kannst komplett auf den Lack mit drauf rumschrabbeln. Da hätte ich Angst. Nee, geht wirklich. Habe ich wirklich schon etliche Male gezeigt. Geht ohne Probleme. Wir zeigen euch das Ganze einfach mal mit dem Aufkleber. Ich will ihn jetzt nicht auf die Edelstahlplatte kleben, weil dann wird es heißen, da hält der Lack ja so gut. Hier ist einfach nur so ein Dosenlack drauf. Wobei, nee, es ist sogar nur gerollt. Ey. Nicht schlecht. So, und jetzt könnt ihr wirklich einfach mit ein bisschen Druck. Ja, ihr seht guten Aufkleber. Passiert nichts. Ein bisschen mehr Druck. Das Ganze einfach runterschrabbeln. Nicht schlecht, hätte ich nicht gedacht. Nee, geht wirklich. Also, ich will jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen, dass es auf jedem Lack funktioniert. Ich habe es schon viel gemacht und habe es noch nie hinbekommen, den Lack zu beschädigen. Natürlich vorher ein bisschen reinigen, dass nicht Sand und Dreck mit bei ist, weil dann zerkratzt es natürlich so richtig, ne? Aber hier, selbst wenn wir es sauber machen, kann man das sehen. Ja, da ist nichts. Kein Kratzer, blank. Kein Kratzer, gar nichts. Als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich das Ding selber gefeiert. Wird viel von Aufbereitern, Autohäusern und so weiter genutzt. Könnte ich jetzt, wenn ich damit jetzt an ein foliertes Auto gehe? Kannst du die ganze Folie mit runterschrabbeln. Würde tatsächlich... Ja, aber du wirst ja eine Meise kriegen, weil hast du ja gesehen, es dauert dann doch schon recht lange. Ja, klar. Und es wird auch schon ein bisschen heiß. Hm. Deswegen. Aber so rein vom Prinzip würde rein vom Prinzip eine Folie her, gehen? Rein vom Prinzip her kein Problem. Krass. So, zwei weitere Punkte sind, gibt es auch bei uns, die typischen Schonbacken für den Schraubstock. So, wenn ihr mal was im Schraubstock einspannen wollt, was nicht kaputt gehen sollte, haben wir mit Magneten einfach Kunststoff backen und dann kannst du hier wirklich einspannen, was du willst. Mhm. Gibt sowohl in Kunststoff als auch für die härteren Fälle in Alu. In dem Fall sogar noch mit Sechskant, also mit Dreiecken, dass man hier schön als Beispiel ein Dashfitting oder wie auch immer richtig drin festziehen kann. So, was ich euch aber eigentlich zeigen will, ich will eigentlich nur ein Alurohr einspannen und eine Sache muss ich euch jetzt noch zeigen und zwar, das ist dieser Kollege. Der hat mir sowas von das Leben einfacher gemacht. Jeder von euch, der schon mal Alu gedremelt oder gefräst hat, man hat ganz oft das Problem mit einem falschen Fräser, dass sich der Fräser sofort zusetzt und ihr gar kein Material mehr abtragen könnt, weil das Alu sich einfach nur hier reinschmiert. So, jetzt gibt es aber von Würth, muss auch von etlichen anderen geben, speziell diese Alufräser. Und damit, ich nehme jetzt mit Absicht mal noch nicht mal einen Dremel. Ich könnte jetzt einen Dremel nehmen, der viel, viel mehr Drehzahl macht. Wir nehmen mal mit Absicht nur eine Bohrmaschine und spannen das Ding nur eine Bohrmaschine, damit ich euch mal zeige, wie viel das Ding schon abdreht. So, jetzt brauche ich kurze Schutzbrille. So. Weil... Brauche ich auch eine? Nee, du hast die Kamera vor dir. Okay. Bei unseren, also egal wie gut du Alu schweißt, du hast nach innen immer einen Durchbrand. Mhm. Und diesen Durchbrand kann ich nie leiden. Der muss weg. Das muss alles für den maximalen Flow. Für den Flow. Für den Flow muss das alles weg. So, jetzt selbst, wie gesagt, normalerweise würden wir es mit einem Druckluftdremel machen. Selbst wenn man nur den nimmt, ich halte mal ganz leicht nur drauf. Das ist schwer zu halten jetzt. Okay, Drehzahl reicht nicht. Auch immer ein Punkt, wenn der so anfängt zu springen, dann reicht die Drehzahl nicht. Kann man doch den Kollegen hier nehmen. 14,90. Jetzt werden alle wieder sagen, ob der wirklich in dem Pulli immer schraubt. Aber Maxi kann das mittlerweile bestätigen. Ja, scheißegal. Ich schraube wirklich immer. Ich schaff's auch wirklich immer, mich nicht unbedingt einzusauen. So. Jetzt hört er schon. Natürlich eine andere Liga, ne? Bestes Geräusch. So, und jetzt achtet mal drauf, was das Ding hier an Material rausholt. Ja. Wie der da durchgeht. Das ist
Also der Fräser kann so heftig was, damit kann man es wirklich fingerleicht einfach rausschalen. So würde ich es mal formulieren. So, jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende. Ich denke, nee, bin ich noch nicht ganz. Eine Sache zeige ich euch noch. Gibt es nicht nur von Sonic, sondern natürlich von allen Herstellern. Das sind diese Nüsse mit Gelenk dran. So, sind wirklich perfekt für Schrauben, wo man normalerweise nicht rankommt. Heißt, jetzt müssen wir uns hier einmal umdrehen. Nehmen wir jetzt zum Beispiel Marios Motor hier. Steht der zufällig rum? Nee, der steht die ganze Zeit schon hier. Und wir wollen jetzt als Beispiel an diese. Warte mal, ich schieb mal. Ist ja genug Platz hier. Also, wir wollen auf diese Mutter da. Ja. Jetzt musst du dir vorstellen. Angenommen, das Ding wäre jetzt eingebaut. Das ist aber jetzt eingebaut. Ja. Ihr würdet von unten da dran wollen. Mit dieser Mutter braucht man so wenig Platz. Ich stecke das hier mal so durch. Dass man da, also man kommt wirklich auf fast jede, auf jede Mutter drauf. Weil halt einfach der Überstand von der Nuss ist kurz genug. Dass man jetzt auch noch viel, viel weiter, das ist jetzt kein perfektes Beispiel, aber immer wenn ihr Stellen habt, wo ihr ganz eng abknickt, davor oder danach, kommt ihr selbst hiermit ohne Probleme drauf. Das heißt, mal gucken, wir können ja mal von unten. So, das heißt, wir würden in dem Fall, würden wir sogar so drauf kommen. Ja. Die kann ich euch nur wärmstens nahelegen, zumindest die Standardgrößen 10, 11, 12, 13, das sind die, die ich immer brauche. Krümmerschrauben, Turboladerschrauben, brutal. Ja, das ist hilfreich. Ja, ich würde sagen, so viel aus unserer Garage. Ich denke mal, wir konnten euch ein paar coole Sachen zeigen. Der eine oder andere wird schon alles kennen. Letzter Punkt, wenn ihr Werkzeuge habt, die ihr unbedingt mir bzw. den Zuschauern zeigen wollt, die günstig sind, die gut funktionieren, die man unbedingt in der Garage braucht, packt sie einfach in die Kommentare. Dort sind leider Links generell gesperrt durch diese ganzen Porno-Anfragen. Deswegen haben wir Links in den Kommentaren generell gesperrt. Ich werde aber trotzdem die Kommentare persönlich heute Abend, wenn das Video online geht, durchgehen. Und wenn da coole Werkzeuge direkt mit Links bei sind, werde ich diese Kommentare einzeln freigeben. Sehr cool. Ich denke, wir haben wieder ein bisschen was gezeigt. Ihr habt hoffentlich was gelernt. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. We'll be right back.